Habt ihr Bettzeug zum Waschen? Ich verlange 3 Kupferlinge pro Bündel und leiste die beste Arbeit von allen. Glaubt dieser Natalia kein Wort. Sie ist Ausländerin und nimmt euch nur aus. Ich bin nicht hier, um etwas waschen zu lassen. Mein Name ist Alistair. Ich bin... Das mag seltsam klingen, aber seid ihr Goldanna? Falls ja, bin ich euer Bruder. Mein was? Ja, ich bin Goldanna. Woher kennt ihr meinen Namen? Welch üblen Streich führt ihr im Sinn? Ja, ich denke schon. Ich bin sogar sicher. Also, unsere Mutter. Sie arbeitete als Dienerin auf Schloss Radcliffe vor langer Zeit. Dann starb sie. Wisst ihr davon? Sie... Du! Ich wusste es. Sie sagten, du wärst tot. Du wärst zusammen mit Mutter gestorben, aber ich wusste, dass es gelogen war. Sie sagten dir, ich sei tot? Wer? Wer hat das gesagt? Die im Schloss. Ich sagte, der Vater des Babys ist der König. Aber sie sagten, es sei tot. Haben mir etwas Geld gegeben und mich weggeschickt. Ich wusste es. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Das Baby ist nicht gestorben. Das war ich. Ich bin dein Bruder. Als ob mir das helfen würde. Wegen dir ist Mutter tot und ich hab's nicht leicht gehabt. Das Geld war bald weg und als ich wieder hinging, wurde ich fortgejagt. Und wer im Namen des Erbauers seid ihr? Irgendein Lakai, der ihm seine Reichtümer hinterherträgt? Hey, sprich nicht so mit ihm. Er ist mein Freund und ein grauer Wächter, so wie ich. Oh, verstehe. Ein Prinz und auch noch grauer Wächter. Wie kann ich, niedriges Wesen, nur schlecht von jemand so Hochstehendem denken? Ich kenne dich nicht, Junge. Dein königlicher Vater hat mir meine Mutter weggenommen. Und was habe ich dafür bekommen? Gar nichts. Ich wurde übers Ohr gehauen. Ich hätte es allen erzählen sollen. Ich muss 5 Mäuler stopfen. Und wenn du mir nicht dabei hilfst, kannst du gleich wieder gehen. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nun, er hat sie gefunden. Ich bin seine Schwester. Aber was bist du denn für mich, Junge? Nur derjenige, der mir meine Mutter weggenommen hat. Glaubst du, ich wollte ihren Tod? Niemals! Ich hatte kein so schönes Leben, wie du glaubst, Goldanna. Gut, vermutlich nicht. Ein Bastard bleibt eben ein Bastard. Aber Bruder oder nicht, ich muss 5 Mäuler stopfen und erst dann habe ich etwas Zeit. Dann will ich dir etwas versprechen, Goldanna. Ich werde tun, was ich kann. Mit jedem reden, den ich kenne, damit für dich und deine Kinder gesorgt ist. Das klingt ja schön und gut, aber du musst schon verzeihen, dass mir nicht gleich der Atem wegbleibt. Mein Versprechen steht. Mehr kann ich dir nicht geben. Ich... Gehen wir. Ich will hier weg. Leb wohl, Schwester. Nun, das war... Nicht das, was ich erwartet hatte. Vorsichtig ausgedrückt. Ich werde mein Versprechen wohl halten, aber ist das die Familie, über die ich mir mein Leben lang Gedanken gemacht habe? Ich kann es kaum glauben. Ich dachte wohl, sie akzeptiert mich ohne großes Nachfragen. Dafür ist eine Familie doch da, oder? Ich fühle mich wie der letzte Idiot. Ja, mir tut es auch leid. Ich hätte es wohl besser wissen sollen. Lasst uns gehen. Ich will nicht länger darüber reden.